So, und herzlich willkommen. Weiter geht's hier mit dem nächsten Stream zu Horizon Zero Dawn. Ja, da krabbelt der Große noch rum. Wir wollten, glaube ich, zu den Kriegern, ne? Das könnte der Grund sein, weswegen wir hier rumrennen. Das Lager wäre abgeschlossen. Das hilft bestimmt weiter. Mal schauen. Oh. In Ordnung, da scheint uns noch irgendwas zu erwarten. Habe ich so den Eindruck. Ach, haben wir dich sogar schon? Eine Pressemeldung. Transkription. Die Jeff and Drainis Show. 17.04.2062. Teil 4. Transkription jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf adriatis.holo/transcript gepostet. Besuchen Sie Andreanis Holo und melden Sie sich heute noch für Jeffs Newsletter an. Jeff, und da sind wir wieder. Hallo zusammen, hier ist die Jeff Andreatis Show. Natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen Immersikas-Netzwerk und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend unter jungen Leuten, ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach. Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel, einer dieser kulturellen Trendseiten. Die bei den Aufklärern so angesagt sind. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Wie kommt das? Tja, Café Intel will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit der aktuellen Lieblingsboomer der Linken und die zunehmende Automatisierung ihre Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen und nichts anderes. Gerade jetzt in diesem Moment steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen früher war alles besser Sager mit ihren nachgeplapperten, unvernünftigen Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen aller Welt leisten, besonders in diesem Land, sie plärren. Oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen. Ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen. Ich will nach Vancouver ziehen. Ich will einen Abschluss in Bashkor-Studien an der bekifft bis zum Geht nicht mehr Universität machen. Ja. Haben wir heute ja auch schon. Was genau hatten Sie denn erwartet, wenn Sie mit Ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch nie jemand gehört hat. Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz, es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage weiter so. Wir werden hier gleich die Leitung freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufhören will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Aber ich hab so eine Stimme. Da haben wir sogar ein paar Noah-Krieger noch, okay. So, wir haben jetzt zwei Sägezähne. Level 15. Und ein Druter.
wie sieht's denn eigentlich mit meinen Fertigkeiten aus? Wir haben gerade nichts. Okay. Ja, ich glaube, die nächsten drei würde ich wirklich mal hier in den Anführerschlag stecken. Lautloses und schnelles Erledigen von Gegnern ist schon sehr, sehr praktisch. Ich habe dummerweise halt mehr noch nichts zur Heilung. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Die Mörder sind hier. Na, mal gucken. Ist noch jemand da? So, ein bisschen Nachschub bitte. Ist noch jemand da? Ich frage mich, ob ihr hier rauskommt. Wiederholt sich so ein bisschen, ne? Ist noch jemand da? Hier könnten die eventuell rauskommen. Endlich wieder Heilung. Ja, das hier könnte sich passen. Na dann, einmal zumachen. Nehmen wir die Feuerpfeile. Dann geht's hier gleich mal los. Ich bin mehr als bereit für dich. Ich dachte, das würde dich stunnen. Nicht gut. Jetzt gehst du so ein bisschen kaputt, habe ich den Eindruck. Hey, Großer, hilf mir. Ah, der hat auch schon die Möglichkeit zum Speichern. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So viele Notfälle. Aber ja, wir haben noch ein bisschen was zu zerlegen genau. Hier. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo, Wollinchen. Willkommen. Genau, das war der, den wir, ich glaube, letztes oder vorletzten Mal gekapert hatten. Ich mich dann ja beim Ende gepackt noch. Dann müssen wir jetzt hier die zwei Säbelzahn zerlegen. Hast du dich wieder geheilt? Bin ich ja nicht gut. Zu weit geschossen. Ihr zwei. Dumm. Ja.
Jo, das mit dem Stun geht irgendwie nicht mehr. Gut, das war's dann. Mhm. Ja, die waren doch ganz nett, die Kleinen, das stimmt. Der scheint vor diesen Langhälsen Auto, vor diesen Dings automatisch zu speichern, habe ich den Eindruck. Ha, aber ich mache irgendwie zu viel, ich möchte gerne mehr Schaden machen. Das nehme ich doch mit. Ist da also irgendwie alle nicht so das Wahre. Wieso werdet ihr von dem Zeug hier nicht mehr gestunt, sagt man? Renn doch vielleicht bitte mal in die Richtung, wo ich bin und nicht da, wo ich hin möchte. Dupdi-dupdi-du. Das sind Feuerpfeil. Ach so. Den Ding. Okay, du kommst da hoch, das ist nicht gut. Hm. Also das sind Feuerpfeile, die sind ja angeblich gegen die wirksam. Aber irgendwie macht da jetzt nichts wirklich Schaden. Kann ich bitte mal Gegner kriegen, die locker wegzukauen sind? Ich bin leider jetzt durch das erfolglose Ende von... von Lands of Lore jetzt auch nicht so ganz begeistert von so Sachen. So One Hits, das wäre ganz schön. Da fehlt es mir gerade so ein bisschen dran. Bringt die eigentlich was? Also da ist ja einer schon zu viel. Warum sind da auch zwei? Gefühlt macht der Angriff hier deutlich mehr. Feuerfallen durch den Körper, ja. Ja, die Schockfallen bringen irgendwie nichts mehr. Also zumindest stunnen die nichts genug. Ist mir jetzt mal aufgefallen. Ich hatte vorhin schon mal ein paar Schockfallen hingepackt, da sind die einfach durchgerannt. Oh. So lange als hilfst du mir? Wäre auch schön, wenn wir euch so ein bisschen separieren könnte. Dass ich nur einen auf einmal habe. Genau. Der scheint aber nicht viel Bock zu haben, da wegzugehen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Das auch. Ja, mal gucken. Schauen wir uns mal ein bisschen näher ran. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. So, guck mal, das hat zumindest gesessen.
Okay, dich hat es jetzt wenigstens mal zerlegt. Sehr schön. Wie gesagt, wäre das alleine, wäre das etwas besser machbar. Zu zweit ist das alles andere als schön gerade. Und zum Glück kann man sich hier relativ schnell zurückziehen. Ja, dafür bleiben die leider nicht lang genug ausgenockt. Schön leise jetzt. Hast du wieder Leben reagiert? Das geht mir echt bis auf die Nerven hier. Gut, das bringt nichts. Lauf doch, bitte. So, da darf sie es wieder zurückziehen. Ich glaube, jetzt wird's was. Auf normal, glaube ich. Jetzt kommt die wieder zu zweit. Na gut, die steht auch direkt nebeneinander. Lauf, meine Herren! Wenn ich diese Sprint-Taste drücke, sollst du nicht aufhören zu rennen. So, mehr Feuer bitte. Fallen. Ja, toll. Kann ich das hier mal irgendwo hinsetzen? Ja. Guck mal, ich habe da was für dich gespannt. Bist du auch schon ganz gespannt, ne? Okay, ich glaube, das wird jetzt hier was, ne? Nummer 1 haben wir. Schön. Ja, ich dachte, normal wäre das eigentlich noch machbar. Im großen Teil geht es ja tatsächlich auch. Aber ja, ich glaube, bei Cyberpunk werde ich es auf Story stellen, auf jeden Fall. Wenn das mal irgendwann drankommt. Es hat bei Witcher sehr gut funktioniert. Ich komme hier raus. Nachschub. Gut, du bist wieder.
kriegen wir dich vielleicht da irgendwo hin. So, dann haben wir schon mal zwei Touren. Ich spreue dich einmal ein freies Schuss, dann wahrscheinlich kommst du hier raus, ne? Jo. So, dann such dir mal was aus. Wo möchtest du denn gerne geschockt werden? Wie gesagt, freies Schussfeld wäre ganz cool. Bitteschön. Die Sache endet hier. Ich hoffe es doch. Ach Mann. Hallo, halt doch bitte ein bisschen mehr aus. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal da durchlocken. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt nur noch einen zerlegen müssen, oder? Ich kann dich hinablassen, mein Netz nach Westen dann. Ich müsste nur aus dem Nö. Natürlich nicht. Ich glaube, ich stelle wirklich die Schwierigkeit um. Noch einmal von vorn. Sag deiner Schwester Bescheid, sie verrät's niemandem. So, letzter Anlauf. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, stellen wir auf Story und dann komme ich auch mal voran. Meine Güte, gefrisst das wieder unnötig Zeit. Gut, ich denke, das mit dem Sterben hat sich gleich schon erledigt. Madame, lauf! Dieses Rennen, wieso funktioniert das denn nicht? Wenn ich Sprint drücke, möchte ich bitte, dass du sprintest. Alles klar, das hat alles keinen Sinn mehr. Alter Finn, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt ist hier mal Ruhe. Mann, 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 Mann. So, dann schauen wir mal. Passt das? Ja. Okay, dann mal gucken, ob sich das großartig oder wie sehr sich das jetzt auswirkt. Mal gucken. So, dann hätte ich gerne noch mehr Feuer. Das macht tatsächlich was aus. Ich weiß, ich versuche nicht daran zu denken. Das ist ja echt ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Meine Güte. Naja. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. So geht das doch schon deutlich besser. Können wir wieder raus? Kein Platz mehr. So, aber ja, ich glaube, so langsam könnt ihr euch wieder hier rauspacken. Hier haben wir noch was zum Gutachten. Ne, das hatten wir. Das war jetzt neu, ne? Ja. Erster Fassungszusatz und das Virtuelle. Textdatenpunkte. Leitartikel.
Gilt der erste Verfassungszusatz für virtuelle Räume. 29. April 2063. Letzte Woche wurde in einem der größten abgestimmten Polizeieinsätze der Geschichte der USA die Wohnung von mehr als 700 Privatpersonen durchsucht. Mehr als 500 Verhaftungen wegen aufrührerischen kriminellen Verhaltens durch die Nutzung privater Informationsprozesse waren die Folge. Wer in den letzten 9 Jahren aufgepasst hat, weiß, was hinter diesem juristischen Wortsalat steckt. Die verhafteten Personen werden beschuldigt, an einer virtuellen Kundgebung gegen die Unternehmenshoheit teilgenommen zu haben. Dieses Mal im HoloNets-Hauptquartier von Sterling Malkiet. Mit anzusehen, wie 500 Personen, viele von ihnen blutend und ängstlich, von Polizei-SWAT-Bots aus den Häusern geholt werden, ist verständlicherweise zu Recht für viele Menschen ein schreckliches Ereignis. Aber auch nichts Neues. Schon 2054, als es wegen der Besetzung von Metallurgic Internationals holographischem Kundendienst zur ersten Verhaftungswelle von virtuellen Protestlern kam, debattierten Experten und Geschichte darüber, ob das Internet als öffentlicher Raum anzusehen ist, dem friedliche Versammlungen rechtlich zulässig sind. Die Gesetzgebung hat mit den Fortschritten des Holonetzes ganz einfach nicht Schritt gehalten. Und das ist kein Versehen. Es dient den Interessen von Sterling Markets, Metallurgic und ihresgleichen, die Holo-Landschaft nach ihrem Gutdünken zu nutzen. Nicht als öffentlichen Raum, sondern mit den Worten des Metallurgic unterstützenden Senators Garrett O'Neill als eine Anordnung von Informationsprozessen, die in Privatbesitz sind. Derselbe O'Neill, Daten beschädigt. So. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich bei KOTOR damals hatte. Auf normal, auf leicht gestellt hatte. Auch schon 4 Jahre her fast. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay, so, dann hätten wir das. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier in der Ecke? Hier wäre auf jeden Fall noch ein altes Gefäß. So, hallo Benjamin. Auch dir ein herzliches Willkommen. Das wäre da hinten. Wir ja auch nicht mehr großartig. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wo ja, haben wir mehr als genug? So, naja, dann genau, dann lohnt es auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Ehrgeiz ist dann doch noch vorhanden, aber wenn ich mir überlege, was mich das alles an Zeit kostet, weil ich andere Sachen neu machen muss, dann ist es mir das irgendwann nicht mehr wert. Von daher. Gerade weil ich die letzte Zeit bei relativ vielen Spielen wieder so hänge, ich glaube, ich sollte mal wieder anfangen, die Sachen nicht mehr auf normal, sondern auf leicht zu spielen. Außer wenn es Shooter sind. Ist dann doch deutlich angenehmer. Wie gesagt, das macht hier echt einen riesigen Unterschied, wie ich gemerkt habe. Hallo Citrox, willkommen dir auch. Hm.
So, wir sind jetzt im Bereich von diesem Gefäß. Na dann. Suchen wir mal. Du meinst die Schwierigkeit hochdrehen, ja. Ist das ein... Ach gerade, ist das ein Wal? Dann ist er aber sehr weit weg. Ja, ganz gut soweit. Danke der Nachfrage. Ich hatte jetzt nochmal bei, bei Mindfactory nachgeschaut. Feststellen müssen, dass der Prozessor nicht mehr verfügbar ist, den ich eigentlich haben wollte. Muss ich mir nochmal ein paar... Ich meine, es eilt ja nicht, aber... Nachdem jetzt RAM auch wieder teurer wird, sollte ich, glaube ich, jetzt mal Sachen bestellen und Grafikkarten halt, wenn die vielleicht irgendwann mal wieder bezahlbar sind. Im Moment scheint die ganze Technik leider teurer statt billiger zu werden. Hab ich so den Eindruck. Ich hab. Also, wo ich mich dran erinnern kann, den ersten Teil auf jeden Fall. Der war nämlich mal damals 2000. Wann war denn das? 2008, glaube ich. War der bei meinem Computer mit dabei als Vollversion. Als ich die mir geholt habe. Oder ich glaube bei der Grafikkarte. Dann hatte ich... Ich glaube Unity hatte ich mal noch angezockt. Zwischendurch. Ja. Hatte ich mir auch schon überlegt, aber das ist halt auch wieder eine Reihe, die ewig dauert. Aber die ersten 5 Teile habe ich auf jeden Fall da. So. Ja, ja, bei der Schwierigkeit aufstocken, genau. Ja, Hardware aufstocken, wie gesagt, das wird hier langsam auch Zeit. Da ist doch was. Na gut, das ist aber ein Wächter. Da, alte Trümmer, das könnte es doch sein, oder? Kannst du nachschauen, also ist ja unten bei Twitch verlinkt, beziehungsweise in dem Panel drin, ansonsten mit Ausrufezeichen PC. Kriegst du nochmal einen Link, wo das dann nochmal genauer aufgedröselt wird. Oder genau, Spec war's. Ich glaube, PC müsste aber auch gehen. Ja, das war damals, war das halt so die, die Budget oder war das halt so die Sache, die hat, der Xenoprozessor hat halt die Leistung von einem i7 gehabt, war aber 50 bis 80 Euro günstiger. War halt keine Grafikkarte drin. Aber der war halt leistungsmäßig, war der halt auf der gleichen Stufe wie der i7 4470. Ne, 4770 war's. Ich habe schon die ganzen Bezeichnungen nicht mehr im Kopf. Ja, also ich merke bei den aktuellen Spielen, merke ich halt schon, dass es so ein bisschen, also gerade die Grafikkarte, dass das alles nicht mehr so rund läuft, wie ich das gerne hätte. Wie gesagt, Cyberpunk ruckelt halt auch leider ziemlich.
Aber dann würde ich demnächst halt, wie gesagt, mal so Sachen wie RAM, Mainboard, Prozessor und noch eine größere SSD mir holen. Und eine Grafikkarte halt eben, wenn die dann mal wieder irgendwie unter 700 Euro oder so fallen. Oder unter 600. Ja genau, da hat er, also das mache ich ja auch schon über die Grafikkarte, das fängt zum Glück auch schon ein bisschen was ab. Aber, die kommt dann halt auch so teilweise an ihre Grenzen. Aber ja klar, wie gesagt, deswegen haben ja auch, einige Leute halt extra Streaming-PCs. Aber das... Daraus werde ich später einen Trank brauen. Da sehe ich bei mir halt noch nicht den großen Nutzen. Weil das wäre halt auch nochmal zusätzlich... da bräuchte ich halt noch eine Capture-Karte plus nochmal komplette Infrastruktur. Hab dann... Na gut, wahrscheinlich keine doppelten Stromkosten, aber zumindest deutlich höhere Stromkosten. Von daher bin ich bisher mit der die ist ein bisschen schlechter als meine, aber ich glaube viel macht das echt nicht mehr aus. Ich glaube, die waren da einigermaßen gleich auf. Wahrscheinlich als Let's Play. Wenn ich mit Drakensang dann mal durch bin. Ja, ich glaube, ich habe mir einen Killer gezüchtet. Das ist ja echt jetzt ein Spaziergang. Ihr macht überhaupt keinen Schaden mehr. Okay. So. Ja genau, da ich hatte auch bei Bruger da mal in meiner Abo-Box gesehen, dass der, glaube ich, auch, weiß nicht, drei verschiedene Enden oder so mitgenommen hatte. Aber ja, ich muss da mal gucken. Ich extra nicht großartig gespoilert, was das so angeht. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Also zu erwarten, nachdem ich mir so den Anfang mal angeschaut habe, habe ich da auch tatsächlich gar nicht mal so viel. Oder erwarte ich halt einfach nichts und dann kann man auch nicht großartig enttäuscht werden. Achso, du warst gar nicht meiner. Nee, die ist nicht schlecht, die Hardware, aber wie gesagt, so, ich hätte gerne meine Spiele auf 1080p mit mindestens 60 oder 70 FPS und das packt die halt nicht mehr. Und von daher, die Grafikkarte hat sogar länger gehalten, als ich gedacht habe, sonst habe ich die alle 2 Jahre ausgetauscht. Neun bis elf, okay. Ja, ich glaube, bis es soweit ist, dauert das dann noch eine Weile. Graser. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken.
Na komm, dann hole ich mir mal einen. Ja? Muss ich aber relativ nah dran, sehe ich gerade. Na du? Bringt es aber, glaube ich, nichts großartig, außer dass der jetzt halt auf unserer Seite ist. So, hier wäre noch eine Quest, sehe ich gerade. Dann würde ich da gerne mal hin. Im Moment sehe ich, also jetzt bei FPS, bei Dings sehe ich es gerade nicht. Bei Steam. Weil ich das, glaube ich, nicht einblenden kann, ohne dass es auch im Steam sichtbar ist. Also ich könnte es halt über Steam einblenden. Bei OBS meine ich. Also ich könnte es halt über Steam einblenden. Und dann müsste ich was anderes rauswerfen. Dann wird es aber halt auch im Stream sichtbar. Oder ich kann hier keine... die Achievements werden nicht mehr angezeigt. Hallöchen. Weil seine Hardware auch noch so alt ist, oder... hat er sich gerade neue Sachen geholt? Ja, aber auch so bei anderen Sachen, so bei Rage 2 oder so, also ich habe mal Cyberpunk getestet mit Aufnahme, mit Dextree, also meinem Standardaufnahmeprogramm, war der halt zwischen 19 und, wenn es hochkommt, 30 FPS. OBS ging dann mal zumindest so 40 hoch. Also ich gebe mir jetzt nicht, sobald es irgendwie möglich ist, also ich habe schon gerne Achievements, deswegen lasse ich es auch gerne einblenden, wenn es nicht allzu viel Aufwand erfordert. Also ich spiele nicht auf 100%, aber ich nehme halt so, wenn es geht, möglichst viele Achievements mit. Deswegen mache ich halt auch relativ viel Nebenmissionen, einmal um den Charakter aufzuleveln und zum anderen halt, weil ich hoffe, dass hier Achievements mitgehen. Nee, ich habe tatsächlich Spielaufnahme gemacht, aber wenn ich die Overlays abschalte, dann, also würde halt die, man kann sich ja bei Steam die FPS anzeigen lassen, aber wenn ich halt hingehen würde und die, das halt dann oben im Bild habe, wenn ich es ausblende, sind halt auch die Achievements-Ausblendungen weg im Stream. Von daher, ich meine, ich sehe ja einigermaßen, wie es läuft. Das passt. Ja, genau, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ihr jetzt auch nicht mehr so die allerneuesten Sachen habt. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich ja ein bisschen was abtreten, wenn ich die neuen Sachen dann da habe. So, Kollege, was hast du eigentlich Schönes? Das Nissan ist eigentlich auch günstiger geworden. Da haben wir jetzt noch nicht ganz genug. Und Brückenherz brauchen wir auch. Ja, ich glaube, das ist sogar im Großen und Ganzen ein Ticken besser. Also der i7 ist ja nochmal eine neuere Generation. Ich habe ja noch DDR3 RAM drin. Aber ja, das ist halt auch von... Der RAM ist, glaube ich, von 2013. Der Prozessor von 2015. Die Ausgestoßene. Sie hat es also überlebt. Ja, genau so. Die E3 waren jetzt auch nicht so schlecht. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich, also gerade weil ich es halt
dann auf YouTube stellen möchte, habe ich halt ungern irgendwelches Ruckeln noch in den Videos drin. Und es sollte halt dann auch zumindest mal hoch bis maximal Details haben. Ich knie vor dir voller Demut. Control wäre tatsächlich, also wenn du den ab loswerden willst, das wäre tatsächlich ganz cool. Das würde ich nämlich auch nochmal irgendwann machen. Vielleicht sogar im Anschluss nach Horizon Zero Dawn. Ich glaube, das spiele ich dann auch etwas länger als Dings. Aber ja, wenn du den abgeben kannst, schrägstrich magst, wäre ich dir tatsächlich sehr dankbar. Dann wache über sie. Sei bei ihr. So, und dann reden wir nochmal mit Jan. Nicht. Ich bitte dich. Du bist Aloy, nicht wahr? Dein Sieg in Teufelsleid ist in aller Munde. Es ehrt mich, dir gegenüberzustehen. Mach meinetwegen kein Aufhebens. Für wen hast du gebetet? Meine Schwester Nakoa. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Ich sorge mich um sie. So. Ja, nee, das ist cool. Also wenn du es... ich habe ja die anderen Remedy-Spiele auch gemacht. Und von daher fehlt mir tatsächlich Control noch in meiner Sammlung. Die anderen habe ich tatsächlich alle schon auf dem Kanal dann. Deswegen wollte ich irgendwann mal machen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, mal kurz bei Rahmenschlüssel reingestreamt und reingeschaut, dass er es gestreamt hatte. Aber wollte mich dann auch nicht zu sehr spoilern lassen, weil ich es ja auch noch irgendwann vorhab. Von daher kann ich es tatsächlich nicht sagen, wie das so ist. Aber ich glaube, das ist ganz witzig. Ja, wie gesagt, also, es sind halt immer die Anforderungen. Ich meine, du brauchst ja wirklich nur zum Spielen, du hast ja keine Videobearbeitung oder irgendwas dran. Damit, ich meine, 4x4 GHz ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, die i3 hatten teilweise ja nur 2 Kerne. Oder meinst du jetzt hier Horizon Zero Dawn, das Spiel? Ja, genau, und wie gesagt, wie halt die Ansprüche sind. Also, ein Kollege von mir hatte auch eine ganze Zeit, hat der sich halt immer alle 3 oder 4 Jahre für 300 oder 400 € einen neuen Computer geholt. Ich meine, das gebe ich teilweise allein für die Grafikkarte aus. Aber der hat halt alles auf 720p mit niedrig gespielt und war damit, das hat dann gereicht. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte... Es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. So. Alles klar.
Ja, genau. Also das mit dem 144 Hertz. Ich glaube auch, also das Upgrade ist okay, Downgrade danach willst du nicht mehr haben. Ich bin im Moment mit den 60 FPS noch zufrieden. Und von daher passt das eigentlich für mich noch. Höre mein Gebet. Ich Aber knie ja, ich denke, wenn ich dann auch irgendwann mal mir einen 144 Hz-Monitor holen sollte, dann werde ich den wahrscheinlich auch, also würde ich halt auch nicht mehr auf 60 FPS zurückgehen. Ja. Ja, genau. Ich hoffe mal, dass es dann, also ich habe ja bisher von den Konsolenversionen nicht viel Gutes gelesen, was Cyberpunk angeht. Ich hoffe mal, dass das dann einigermaßen rund läuft oder etwas runterläuft. Aber ich weiß nicht, inwiefern die. Also ich könnte normalerweise meine Hardware wohl laut den Angaben auch. Also könnte ich es wohl angeblich deutlich besser spielen, als es wirklich bei mir läuft. Also selbst ohne Aufnahme kriege ich ja keine 60 FPS hin. Und das wäre wohl angeblich mit der Grafikkarte und dem Prozessor möglich. Aber da habe ich, glaube ich, auch schon den Eindruck, dass sich da die SSD tatsächlich bemerkbar macht. Genau, die Xeon-CPUs sind eigentlich für Serverrechner. Und das war aber damals so 2014, 2015, als dann die neue Xeon-Reihe rauskam, hat dann irgendjemand festgestellt, dass die ja eigentlich die Leistung von einem i7 haben. Ist halt nur keine Grafikeinheit drin. Und das war dann so diese Standardempfehlung, dass du halt dann für, ja, quasi die Leistung vom i7 für 80 € weniger kriegst. Und dann irgendwann haben sie aber dann die, also ich glaube, das ist mittlerweile immer noch so die Sache, dass die Xeon ungefähr mit so einem i7 vergleichbar sind, halt ohne Grafikeinheit. Aber den brauchst du, mit den Spiele-PCs hast du ja normalerweise eh Bald wird es draußen hell sein. einen Rechner, eine Grafikkarte drin. Und die haben aber jetzt, glaube ich, die Mainboards für die Xeon-Prozessoren teurer gemacht. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Also ich habe mit AMD, also gerade früher, auch deutlich schlechtere Erfahrungen gemacht oder eigentlich fast ausgiebig schlechte Erfahrungen. So Mitte der 90er und den Anfang 2000 darum. Aber ich hatte mir tatsächlich jetzt auch einen Ryzen rausgesucht als CPU. Weil, also gerade mit Dings, gerade mit der Videobearbeitung, obwohl ich da auch wieder viel über die Grafikkarte laufen lassen würde, wenn die 3070 mal irgendwann wieder da ist oder bezahlbar ist, lohnt sich das dann schon. Dieser Krieger klingt, als hätte er Schmerzen. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen, aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du, aber ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Ja, das ist, also ich meine, die 370 ist jetzt relativ neu. Ja, also genau, meine Hardware ist auch, also zumindest die Grafikkarte ist von 2017, der Rest ist von 2013 oder 2015. Von daher ist es halt auch schon alles etwas älter. Gut, und die M2, die ist jetzt halt schon Weihnachten. Das ist das Aktuellste gerade. Ja, das ist halt die Frage, ob das noch was wird. Und also Grafikkartensektor ist halt AMD für mich leider keine Option, weil halt da die Encoding-Sache noch deutlich schlechter ist als die von Nvidia.
Aber ja, mal gucken, was das wird und wie sich das alles noch entwickelt. Kumpel hat schon gemeint, jetzt investierst du besser in Grafikkarten statt in Aktien. Da hast du mehr davon. Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Darum brachten sie ihn her. Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören. Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich's schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. So, dann gucken wir doch mal. So, ja, das ist, also ich hatte es, wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich es etwas besser getimt gehabt. Da habe ich mir halt die 1070, ja, ich glaube sogar vor ziemlich genau 4 Jahren. Ich habe noch nicht mal geschaut. Ich glaube, 3. 4. März hatte ich die gekauft. Da kam irgendwann mal eine Erinnerung bei Amazon Bilder, weil ich da einen Screenshot von gemacht hatte. Und wenn sie nicht gewesen wäre, dann hatte ich halt danach meine alte Grafikkarte, die ich davor hatte, habe ich dann im November oder Dezember verkauft. Und da habe ich auch, ich glaube, fast den Einkaufspreis wieder gekriegt, weil... weil damals hatte ich das halt vor diesem Crypto-Mining-Hype, die meine Grafikkarte gekauft und die alte dann während des, als es so einigermaßen auf, noch lief, habe ich auch, glaube ich, 100 Euro Verlust oder sowas gemacht. Und im Endeffekt hatte ich dann für 200 Euro eine neue Grafikkarte. Also ich habe 420, glaube ich, für bezahlt. Dann war allerdings noch ein Spiel mit dabei, was ich sowieso wollte. Also nochmal 60 Euro gespart. Und dann kam nochmal 180 runter, die ich dann, wo ich das Geld für die alte Grafikkarte gekriegt habe. Aber ja, deswegen würde ich halt auch mal gucken. Also, wenn ich mal Glück habe und vielleicht dann demnächst noch eine Grafikkarte erwischen sollte, dann würde ich die alte halt hier auch direkt raushauen. Ich meine, wenn was sein sollte, die nächsten Jahre ist ja noch Garantie drauf, dann ist halt eventuell mal der Rechner für ein paar Tage weg und nicht benutzbar. Dann könnte ich mir halt dann auf jeden Fall noch was an Zeug hier leisten.